Ach du, ganz ehrlich. Ich wollte ja eigentlich nur Baumstämme sammeln, ne? Mhm. Ich will auch einfach mal wissen, wie viele da drauf passen. Aber nur deswegen? Ja, und dann halt strategisch klug nutzen, ne? Ja. Oder nicht? Warte mal, mein Nacken juckt. Oh. Ich glaube, ich hab Flöhe. Ach so. Nur noch 400? Ja, tatsächlich. 430. 35. Ich weiß nicht, was hinten zu Dingens gehört. Zur Steinkreismauer. Steinkreis. An diesem Felsvorsprung. Ich will's gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was du für eine Scheiße hinten gebaut hast. Eine einfache Mauer. Eigentlich. Um das Loch rum, ja. Ja! Ja! Inna, lass mich doch meine Mauern um Löcher ziehen. Aber weshalb? Weshalb? Kindersicherung. Das Spiel ist auf 18 oder 16, Lukas. Was für Kindersicherung? Ja und? Lass mich doch sicher fühlen. Das ist Diskriminierung. Sicher fühlen. Aber das Kannibalendorf ist okay. Da war gerade keiner, als ich da war. Die kamen dann erst. Die haben dann gemerkt, dass ich in ihrem Territorium da unterwegs bin. Ich weiß, ich glaube, die sind an unserem Haus vorbeigelaufen. Vorbeigefahren? Pfiou! Vorbeigelaufen. Du wolltest erst fahren, sagen. Wahrscheinlich. So, ich mach dir jetzt hier noch... Oh, ich muss was essen. Oh, verdammt, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, ich kann auch nicht mehr rennen. Scheiße. Ich schon. Oh. Ja, ich, ja, das habe ich jetzt gar nicht im Blick gehabt. Dann haben wir mal den Grill an. Oh Gott, gleich ist es fertig. Hä? Okay. Was? Ja, und ich bin direkt satt? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay. Hä? Bin jetzt doof. Stimmt, ich muss gleich noch Karnickel jagen. Lena, die sind unschuldig. Ich brauche aber mein Bett. Aus Hasenfell? Leder? Ja. Fell? Ja. Haut? Ja. Oh. Haut. Ja, Haut, Lukas. Finde ich irgendwie unmenschlich. Scheiße, unsere Schildkrötenpanzer sind fast leer. Mit Wasser. Sind leer. Nein, doch nicht mit Stöckern. Mein Auge juckt. Ja, das weiß ich nicht. Die speichern ja Feuchtigkeit. Glaube ich. Also in dem Sinne. Irgendwie ja komischerweise, auch wenn es nicht geregnet hat.
Ja, fast fertig. Echt? Warte, dann komme ich jetzt gleich mit dem Rest. Das dauert noch. Alles gut. Ja, wieso? Da hinten sieht es ja schon gut aus. Ich wollte mir einen Bogen machen, fällt mir ein. Weil, wenn ich da die Pfeile nicht wiederfinde, das ist egal. Also theoretisch bei dem Speer auch, aber weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie doof. Muss man dem hinterher und dann muss man den suchen und dann findet man den nicht und ach. Alles doof. Ich habe auch ganz viele Pfeile für den Bogen. Deswegen. Und ich habe auch noch ordentlich was an Pfeilen. Auch nochmal 20 Stück. Ja, die spawnen auch, glaube ich, immer wieder. Wie? Echt? Glaube ich. Nein, die muss man doch herstellen. Die spawnen aber auch. In den Lagern, oder? Warte, ich guck mal. Warte mal. Warte. Ach, ich hoffe, ich begegne Heinz nicht. Sagt mir jetzt nichts. Heinz, sei bitte gnädig zu mir. Stimmt, da hinten ist auch ein Lager, hast recht. Aber von da kommen die irgendwie nie, ne? Die kommen immer nur von vorne. Also aus Richtung Krater. Komm, meine Nase. Immer wenn ich aufnehme. Pfui. Also der Topf spawnt immer wieder, Klebeband und Pfeile ein paar. Ja. Oh oh. Kannibale. Wo? Ja, aber ich habe keinen Topf. Weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch andere Flugzeuge, ne? Vielleicht haben wir da einfach Pech. Wieder Pfeile. Wieder Pfeile. Ciao. Ja, ja, Kannibale, sei ruhig. Ey, du Kanni. Komm mal her, ich knall die. Ja, ich muss jetzt erstmal außen rumlaufen, warte. Obwohl doch nicht. Warte, sammel Steine. Ist ein Schwung. Ach, ist voll. Das läuft auch über die Mauer. Woo. Platz ja, da. Ja, die Pfeile spawnen auch immer wieder. Neu. Ich habe jetzt auch wieder 20 Pfeile. Okay. Scheiße, wie viele Pfeile passen eigentlich rein? Ich bin fett. Oh, ich hoffe einiges. Also wir haben... Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Wir haben auf jeden Fall viele Pfeile. Und ja, ich habe ein Pfeillager. Ja, ja, so ein Köcher, habe ich gesehen. Finde ich cool. Okay, ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Muss ich gestehen. Okay. Ich, konnte nur noch mit einem parken. Gut. Ich weiß. Das ist aber noch ein Stückchen hier, Lena. Ach, echt? Geht aber. Es geht. Aber wenn man früher springt, geht's. Ich springe immer zu spät ab. That's the problem. Ich bin der große Vier und trinke Dosenbier. Wie ich das gehasst habe, ne? Rosie. Caillou? Ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Das fand ich mega strange. Also schon als Kind. Ich habe als Kind die bescheuertsten Sachen geguckt.
Ich hab Dark Dead, Chip und Chap. Das war alles cool. Ja, Camp Laszlo. Camp Laszlo, ja! Gott, das war aber auch krank. Aber das war lustig. Wir trafen einen neuen Freund. Und sein Name war Laszlo. La 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 la. Ich hab letztens eine Folge davon geschaut, dachte, ach du Scheiße. Wird das gestreamt auf Netflix oder sowas? Gab's auf YouTube. Achso, achso. Ich weiß nicht, das lief hier auf Togo. Wir hatten da die Rechte, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das für eine Produktion war. Deutsch. Kennst du George aus dem Dschungel? Dschungel, ja. George aus dem Dschungel. Da gibt's Bilder, auch ein paar Folgen. Ja, ich hab gesehen, die haben aus dem so einen Hulk gemacht, ne? Ein Hulk? Ja, der war doch sonst immer voll der Lauch. Ne? Ja. Und es gibt neue Folgen, wo der so ein halber Tarzan ist. Es ist ganz weird. Aber Tarzan ist doch auch ein Lauch. Nein, der hat voll die breiten Schultern. Der hat voll die breiten Schultern. Deswegen sag ich ja, voll der Hulk. Wenn er breite Schultern hat? Ja, dann, Lukas, dann muss er ein Hulk sein. Du weißt, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, der war immer voll der Lauch. Und jetzt hat der auf einmal so dicke Arme und sieht aus wie Muskelman, so, weiß ich nicht. Voll weird. Also tut mir leid, aber irgendwie weiß ich nicht. Aber ich hab mir das auch nicht. Vielleicht gibt's auch einen plausiblen Grund, keine Ahnung. Habe ich mir halt nicht angeguckt. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Um ehrlich zu sein. Dreißig. Oh, das ist. Wo ist denn der eigentlich? Oh! Okay. Lena, wir sollten schlafen. Ja, okay. Dann geh ich nach Hause, nach Hause, nach Hause. Oh, warte, nach Hause. Irgendwie rein. Es ging doch gerade so gut immer. Ah, ich muss Vollgas nehmen. Okay. Als ob unsere Schildkrötendinger leer sind. Ja, sind sie auch, hab ich doch gesagt. Alter, wir brauchen diesen Topf. Da hinten ist ein Topf vor dem Lager. Den sollten wir uns mal holen. Ich hab auch einen Topf. Echt? Mhm. Kannst du mir den mal geben? Okay, wir haben geschlafen. Ja, aber es ist noch sehr früh. Also, wenn nicht sogar mitten in der Nacht. Es ist eigentlich kaum vergangen. Oh, meine Nase. Geht das so? Du musst die auf das Tablett tun, ne, oder? Aber wie denn? Ich glaube nicht, dass ich das darauf tun kann. Wenn du die beiden Sachen kombinierst? Kann ich nicht. Kann den Topf nicht kombinieren. Dann füll den mal mit Wasser. Hier vorne, hier unten am Bach. Und stell den einfach aufs Lagerfeuer. Mit E. Wie als würdest du trinken. Und dann. Aha. Meine Nase, ne? Und dann stellst du ihn aufs Lagerfeuer. Ah, da, ja. C. Mit C? Mit C. Okay. Also klar, warte, anmachen, genau. Ja! So, warte, was steht da jetzt mit R? Wir können Suppen machen. Wie, nein! Warte, ich pack da mal was rein. Nein, Lukas! Ja. Das ist. Egal, lass uns. Ich lass dich mal. Ich finde das schön, dass du es jetzt erst bemerkst. Man kann da keine Sachen reintun. Konnte ich gerade. Alter Topf gesammelt. Ja, wo ist das, was sagt?
Lukas. Alter Topf zum Wasser kochen. Leer. Ausrüsten. Hä? Oder war der schon die ganze Zeit da? In meinem Inventar. Das ist ein Scherz, oder? Nein, das ist nicht. Was, ich bin voll. So, und da ist jetzt Wasser drin. Ich hab auch einen alten Topf gefunden. Schmutziges Wasser, 100%. Zum Wasser kochen. Okay. Warte. Wo ist das Lager? Feuer. Setzt euch ans Lagerfeuer. Oh Gott. Oh Gott, Lukas, ich hab Heinz gehört. Ja. Ich hab Heinz gehört, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ciao, Lukas. Ich hab ihn aber richtig laut gehört. Ja, unsere Mauer ist doch 2 Meter hoch, also 2. Nicht da hinten, wo ich ihn gehört hab. Und du meinst richtig nah. Ich weiß es nicht, ich hab ihn auf jeden Fall gehört, lass mich hier vor. Die schreien sehr laut, Lena. Die haben sehr große Aggressions- und Aufmerksamkeitsprobleme. Genau wie du. Ja, aber ich schreie nicht so laut wie die. Aha. Ah. Nice. Aber warum? Okay. Jetzt habe ich auch was gehört. Lukas. Was denn? Achso, nein, alles gut. Mein Lagerfeuer ist gerade kaputt gegangen. Ah, dass es jetzt regnet, füllen sich die Schildkrötenpanzer wieder mit Wasser. Meine Fresse. Huh. Setzt euch ans Lagerfeuer, wenn das Lagerfeuer liegt. Das L-A-G-E-R-F-E. F-O-E. F-E-O-E. Ich kann das auch nicht. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Drum singt es doch ganz einfach mit. La, ba, ba. L-A-G-E-R-F-E. Heinz halt den Rand. Hm? Hier Heinz. Heinz, sei ruhig. Galoppel Heinz? Ja, irgendein Heinz, auf jeden Fall. Achso, ich dachte Virginia. Ich weiß es doch nicht. West Virginia! Ich höre halt nur das Geräusch, ne? Ah, es wird hell. Nice. Ach, das war eine Wolke. Ich dachte gerade. Das L-A-G-E-R-F-E-F. Jetzt auch mal die ganzen ruhig. Steine. Hui. Ich nehme das Ding mal mit, ne? Na? Gott, das ja, Geräusch ist immer lauter. Wie, der kommt näher? Oh. Weiß nicht. I hear him. Him? It? Him? Also, nee, ja, im Englischen gibt's das ja nicht. Und Kannibalen. Nein, das ist keiner. Klingt nicht nach einem. Wenn ich ehrlich bin. Das ist ein Kannibale.
jetzt nicht beide. Halt! Ciao! Oh! Ist das echt Heinz? Ja, das ist Heinz. Noah ist 2 Meter hoch, ich bin da relativ optimistisch. Hallo, Schnuckelchen! Oh, der hat ja einen geilen Arsch. Sag mal, ist... ist... Warte mal, ist das noch an? Zerstörung von Gebäuden erlauben. Aus. Gut. Ich, Naja, das ist ja kein Gebäude. Vorsichtshalber habe ich mal nachgerufen. Das ist ja kein Gebäude. Das ist egal. Nein. Ich habe vorher auf die Mauer eingekloppt wie ein Verrückter, da ist gar nichts passiert. Ich musste es erst ausstellen. Also erlauben. Damit da was passiert. Heinz, ich will nicht weg. Heinz macht mir Angst. Nö, mir nicht. Ich habe seinen Bruder oder wer das da auch immer war, auch schon klein gekriegt. Er kann mir gar nichts. Nicht in meinem Revier. Cool. Schön, dass du das so siehst. Ja, bin da sehr optimistisch. Ich meine, warum auch nicht? Diese Geräusche, ne? Wer spricht die ein? Hilfe. Ja, was denn? Ja. Da ist hin! Echt? Wie kommst du darauf? Und ich konnte gerade nicht rennen. Alter! Was? Wie? War? Da hinten? Ja, aber da ist doch eine Mauer. Ja, aber das könnte sein, dass mein Holzdixerbuchs da den geholfen hat. Lena? Oh, ja? Das ist bei mir, ne? Ja, hi! Wie das aussieht! Alter, was ist mit dem denn falsch? Es ist Heinz. Oi, Alter. Der hat einfach der mehrere Arschritzen. Sag mal, warum ist er denn bei mir nicht bei dir? Weiß ich nicht. Mein Haus war ihm zu pretty. Probieren wir was. Hallo! Scheiße, ich kann nicht rennen. Oh. Okay, der interessiert sich nicht für mich. Der kann nicht zufällig Bäume hochklettern. Weiß ich doch nicht. Ja. Oh Gott, das stimmt. Ich glaube nicht. Warum? Weil wir ein Baumhaus haben. Lukas, er kann Bäume kaputt machen. Okay, ich gehe nicht hoch ins Baumhaus. Der kann Bäume kaputt machen. Ich habe leider keinen Speer. Aber das kann man ändern. Probier mal was. Arschloch! Okay, nein, das kann ich nicht. Aber mein Haus ist ja, Gott sei Dank, naja, ich sag mal, 10 Quadratmeter. Oh Gott, Willen! Der war grad auf mein Dach! Der kann Bäume kaputt machen! Geht das? Okay, wait. Oh, Scheiße. Stoff. Hab ich dich erwischt? Und Knochen. Alter. Das geht ja richtig. Aufheizen. Was ist das Speer? 1 Ruhigblut.
Ich probier mal was, ne? Ja, ja. Arschloch! Ich sollte vielleicht erst was essen. Ich habe leider gerade nichts bei mir. Das ist schlecht. Aber nicht zu ändern. Der Typ, der ist so ein Wichser. Du kommst drauf. Weil er genau vor meinem Fenster steht. Hi. Jetzt vor meiner Tür. Nee, ist auch beim da. Oh, warte, ich hab jetzt was gegessen. Ah, nee. Oh, oh, Mama, ich... Ja. Hat der meinen Speer gegessen? Ich lebe noch. Ah, ich hab meinen Speer gegessen. Hi. Ich kick sie ins Arschloch. Wie juckt den hier? Jetzt hat er mich getroffen. Ah, Kanni! Wo kommt der denn jetzt her? Hä? Kanni? Ein blauer! Der über Äste Bäume springen kann, wahrscheinlich. Ja, ja. Nein, der blaue. Lena, wir haben eine 2 Meter hohe Wand. Fast. Und eins ist weg. Was? Eins ist weg. Sicher? Ich weiß nicht, wo weg, aber der ist weg. Oh, der ist hinter deinem Haus! Ich bin hier rein! Danke! Ach, da ist er. Ich bin da aber nicht drin. Also. Der hat einfach nur einen sehr schlechten Orientierungssinn. Setzt euch ans Lagerfeuer, bringt das Lagerfeuer lieb. Das Lagerfeuer. Das gibt's doch nicht! Oh. Ah! Oh oh. Ist er wieder bei mir? Ich hör ihn. Nein, nein, er ist bei mir. Oh Gott. Aber wo kam der Kannibale her? Es war auf jeden Fall ein blauer. Ha! Ich hab ihn! Er ist tot! Ich hab ihn mit dem Speer. Erlegt. Er ist tot, ja? Ich zersäge ihn gerade. Also ich ziehe auf jeden Fall die Rüstung an. Ich auch. Ich will den hier jetzt nicht rumliegen haben, aber der despawnt ja irgendwann, ne? Ja. Das ist schon das zweite Mal, dass ich das hänge. Woher kam er rein? Wo, bitte was? Wo, wie, was? Von welcher Seite kam er rein? Keine Ahnung, hier hinten. Irgendwo. Da hinten? Ja, ich glaub, echt? Der kam schon nicht über die 1 Meter hohe Wand. Mau, es ist kein Meter, aber ne? Der kam schon nicht darüber. Es ist mir ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Also der kam wirklich von hier hinten? Muss? Also ich kann es mir nicht anders erklären. Wenn ich ehrlich bin. Also ich mir schon, aber... Über Bäume? Über meinem... Was? Ach, über deine... Ja, ja. Lena, dann müssten die weg. Nein, der kann ja nicht springen. Also, das wäre ja... Das wäre ja über die 1-Meter-Wand gesprungen. Ja, ist richtig. Allerdings, über diese ja, Barrikaden... Auf die Barrikaden musst du nicht zwangsläufig springen. Da kannst du so drüber gehen. Okay. Ich höre was. Ich nicht. Können die Kannibalen sein?
Doch, das sind die. Kannibalen.